Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zum Video. Heute ein kleines Upgrade zu meinem Vigor V6028 Wagenheber. Ist der, den ich glaube ich so mit am längsten mittlerweile habe, weil er mich komplett überzeugt hat. Ein sehr, sehr positives Argument sind nämlich diese Rollen, die hier drunter sind. Ich rolle nämlich auch extra nochmal eine Runde für euch hin und her. Da hört ihr, wie leise der hier über die Platten rollt. Und besonders, wenn man nämlich ihn nach oben pumpt, na, erstmal aufdrehen und dann schön nach oben pumpt. Der hat halt durch den Doppelkolben richtig Power. Das gefällt der Olga. Der Vorteil ist nämlich, durch diese Rollen bekommt man nicht so hässliche Striemen hier auf dem Boden, auf diesen Platten. Und dann gibt es keinen Ärger in der Familie. Denn wenn man solche harten Rollen oder ähnliches hat, bekommt man nämlich diese scheiß Stellen, auf Deutsch gesagt. Das ist wirklich sehr, sehr Käse und echt, das ist wirklich nicht gut. Da sind noch welche, da sind auch noch welche. Die hier sind halt wirklich ganz extrem. Das bleibt nicht aus. Das passiert, wenn der Wagenheber benutzt wird und halt harte Rollen hat, weil er bewegt sich halt ein bisschen und dann rattern die halt so über den Boden. Wie gesagt, bei diesen Rollen nicht der Fall. Aber jetzt genug gelobt. Einen großen Nachteil hat dieser Wagenheber. Er hat nämlich diese schöne Stange hier, schönes schickes Rot und hat nämlich hier ordentlichen Griff dran. Und das hier hatte er bis gerade eben nicht. Und das ist wirklich ein geiles Upgrade. Das ist nichts Besonderes, das muss man wirklich klar sagen. Zahlreiche andere Hersteller, BGS, hat das bei so ziemlich, glaube ich, jedem Modell, wo man hier so eine Stange hat, die man verbindet. Ich verstehe nicht, warum Vigor das nicht gemacht hat, aber ich habe eine Lösung gefunden, um es selber zu machen. Und das geht nämlich mit diesem einfachen Clip hier. Und das zeige ich euch jetzt. Ihr seht das ja hier schon richtig. Der Nippel guckt nämlich hier schön raus. Die kommen aus dem Kajakbereich, habe ich gelesen. Ich verlinke es euch natürlich auch unterhalb des Videos. Und original funktioniert das Ganze ja ein bisschen anders. Ich versuche, die gute Nippex Spitzzange mal rausgeholt, noch mal rauszuholen. Wenn wir den runterdrücken und jetzt ja, so ein bisschen rausfriemeln, wenn es klappt. Na komm. So, da drüben hängt er jetzt so ein bisschen geklemmt fest. Also das Rausholen ist schwieriger als das Reinmachen, merke ich gerade. So, jetzt sollte ich ihn aber, wenn ich auch meine rechte Hand benutze, ziehen können. So, da haben wir ihn schon. Das ist das Teil. Das ist alles. Nichts Besonderes. Wirklich einfach so ein gebogenes Blech mit einem kleinen Nippel. Wenn ihr euch eins bestellt, entweder über meinen Link, wenn ihr euch selber eins raussuchen wollt, ihr müsst darauf achten, dass diese Durchmesser hier in das Loch natürlich reinpasst, sonst macht ihr euer nicht mit. Das ist logisch. Denn standardmäßig, was wollte ich euch unbedingt noch mal zeigen, wird das Ganze nämlich so gemacht. Ich finde es so unattraktiv. Es war die einzige Sache, die mich immer gestört hat. Ihr seht das, man muss hier erstmal schon richtig passgenau gucken, dass das jetzt hier ins Loch geht und hat dann hier eine Schraube dabei. Zack. Und ich glaube, das war falsch rum, genau. Da ist nämlich das Gewinde, also muss man es einmal umdrehen. Man muss hier durch das Loch ohne Gewinde durch und auf der anderen Seite das Gewinde treffen. Na komm, okay. Geht auch. Wenn man die Stange nie auseinander macht und wegräumt, okay, dann stört das bestimmt einen noch nicht mehr. Mich nervt das. Ich bin ein Freund davon, dass man diese Option hat und den Wagenheber auch schön wieder im Karton verstaut, dann ist das Ganze kein Problem. Also wie funktioniert das? Man muss sich dieses Teil, habt ihr ja einen rückwärtigen Weg gerade schon gesehen, einfach einmal hier einsetzen. Dafür drücke ich den ein bisschen zusammen, das ist kein Hexenwerk. Gucke, dass wir in der richtigen Position ungefähr schon sind und darf ihn jetzt nicht zu weit schieben, weil dann wird es schwieriger, den wieder rauszuholen. War ein blöder Blickwinkel für mich gerade. Deswegen machen wir das jetzt mal mit der Zange, so. Und dann guck, das war's schon. Jetzt habe ich den hier in der richtigen Position. Oben ist er schon rausgekommen. Und hier drüben, klar, man könnte natürlich versuchen, das irgendwie auch noch ein bisschen umzubiegen, damit er hier fest sitzt. Aber ganz ehrlich, ich lasse es mal drauf ankommen. Mal gucken, ob ich in ein paar Wochen, Monaten, wenn der hier 75.000 Mal gedrückt wurde, ein Upgrade-Video mache. Ja, ich muss da doch mal auf beiden Seiten vielleicht so Nippel haben, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder aber doch wirklich diese Kante hier umbiegen. Ich lasse es einfach so, weil ihr seht, der funktioniert ja wirklich tadellos, problemlos. Denn wir können jetzt hingehen und das wäre natürlich noch ein Komfort-Upgrade, dass man hingeht und bohrt sich dieses Loch hier auf. Anstelle des Gewindes hätte man dann ebenfalls gleiche Größe wie hier, sodass man auf beiden Seiten das einsetzen kann. Braucht man absolut nicht, einfach einmal gucken, zack, und dann passt der da rein. Und das ist wirklich eine Sache, nochmal, ich verstehe nicht, dass Vigor das nicht gemacht hat, weil die Dinger, also die kannst du nur im Mehrfachpack kaufen, 5 oder 10, ich verlinke es euch unten, da kosten die 5, 6 Euro, 8 Euro, irgendwie sowas. Hat man halt ein paar mehr von rumliegen.
Aber das ist wirklich nochmal Komfortgewinn. Und so ist der Wagenheber für mich perfekt. Nehmen wir auch nochmal direkt. Zack. Hier schön eingesetzt, kurz gedreht. Hier unten die Schraube, die habe ich immer so auf 7/8 hängen, würden böse Zungen sagen. Aber so, dass du halt hier schön bedienen kannst und alles. Und dann funktioniert das. Und so ist das wirklich top mit dem Wagenheber. Besonders halt nochmal gesagt, die Reifen. Guckt es euch gerne an. Ich verlinke euch den Wagenheber und natürlich auch diesen Clip unterhalb. Danke, bis zum nächsten. Haut rein und ciao.